Hello, how has the new school year started? Während du beurlaubt und in Ferien bist, müssen wir hier hart arbeiten, weil wir keine Englischlehrer haben. No English teacher in sight? I have a good idea. Hör mir auf mit deinen guten Ideen. Das ist sicher wieder verrückt. I know you don't like e-learning and Moodle, but this could help you get your students an English teacher. Was meinst du damit? Du wolltest doch nicht etwa in die Schule zurückkommen? No, certainly not, Dash, but I can set up a Moodle course for the students and we can work online. CH wusste doch, dass du mit sowas kommst. Why don't you give it a try? I am sure the students will like it. We can talk about the weather and the food here in Italy and I can send them pictures and movies and mail them talk about them. Das würde uns hier gerade noch fehlen. Wie stellst du dir das denn vor? That's not complicated. We need a Moodle course and a Skype account for the class. Und wer soll das denn bitte machen? No problem. I will set up the course and a Skype account. All you will need to do at school is to let the students into the room and get a micro and a webcam installed on the teacher's PC. Ist ja vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee. Dann setze dich mal mit den Schülern in Verbindung. Okay, I will start a Moodle course room for them and invite them to introduce themselves. Then we discuss how we are going to work and what they will have to do to learn English. Wenn das gut funktioniert, kann ich das ja als OES-Projekt für die Schule vorstellen. Well, if this will give you satisfaction, I don't mind as long as it's good for the students.